Damit Kill Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum Pumpkin Boneyard, der sechsten Welt von Newer Super Mario Bros. Wii. Jetzt ich würde sagen, wir starten direkt ohne groß Vorgelaber rein da. In Bone Chill Shaft, Welt 6.1. Ganz genau. Ui, was ist denn das? Falls ihr anderen Parts nicht gesehen habt, gar nicht schlimm. Das Ganze ist unabhängig voneinander. Ihr könnt euch die Parts auch nach diesem Video angucken. Ist oben auf dem i natürlich nochmal alles wunderbar. Natürlich weiß ich, dass die erste Starcoin in der Mitte sein wird. Unfassbar. Oh mein Gott. Stimmt, Welt 6 ist ja die wunderschöne Geisterwelt, die wir beim letzten Mal ja entdeckt haben. Und hier will ich eigentlich ganz schnell durch und wieder zurück in diese Röhre. Die sieht nämlich sass aus. Mal schauen, was sich darin befinden tut. Bisschen dunkel und die Starcoin war hier. Hier auch schon direkt der erste Checkpoint. Wir haben die erste Starcoin verpasst. Ja, haben wir natürlich. Die war ja gerade eben da. Was passiert hier? Ah, dieser wunderbare Eisklotz fährt nach oben. Das ist halt so ein Standard-Level. Etwas fährt von unten nach oben. Hört doch auf, eure Richtung zu ändern die ganze Zeit. Also da habe ich schon Beeindruckenderes gesehen. Das ist eher uninnovativ. Aber wenn ihr was Innovatives sehen wollt, Guys, ihr wisst Bescheid. Bis Ende dieses Projekts gibt es Insider-Merch. Innovativ in schwarz und weiß, die zwei Shirts. Und die gibt es wirklich auch nur bis zum Ende des Let's Plays. Wenn ihr da noch welche haben wollt, würde ich an eurer Stelle schnell zuschlagen. Denn wir sind schon in Welt 6 von 8 Welten. Und es scheint nicht mehr lange zu gehen. Warum sterbe ich denn hier? Hat mir das irgendwas gebracht? Okay, hier ist ein großer Geist. Ich mache einfach so. Oh Mario, es tut mir leid. Ich wurde voll unterbrochen. Ich wollte hier Werbung für den krassen Merch machen, den ihr euch alle holen müsst, um cool zu sein. Und dann sowas hier. Was ist das denn? Aber hier sind wir jetzt auch rausgekommen und hier geht es ganz eindeutig rein für die letzte Starcoin. Wundervoll und ab ins Ziel. Wie ein Rennfahrer steigen wir auf die Pumpkin Road und schaut uns dieses Level mal an. Ja, es soll auf jeden Fall... Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, das tut mir so leid. Auf jeden Fall ist es immer noch so ein bisschen so die Horrorwelt. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich bin ja ein großer Fan von Horror. Auch wenn mir das keiner glaubt, weil ich so ultra schreckhaft bin. Ich bin mir sicher, wir werden jetzt so nach oben gefördert und die sterben. Oh, das ist einfach nur für die Coins. Oh, ich habe mir jetzt voll was Krasses erhofft. Ach, schade. Ich dachte, da wäre jetzt auch noch die Starcoin oder so. Nee. Warte, hier soll man aber nach links oben. Hier wird einem gesagt, dass... Hier ist ein Pfeil. Keine Ahnung, der Pfeil verwirrt mich eher. Oh, wie cool, schaut mal. Eine Mario-Vogelscheuche. Wie cool. Ey, diese blöden fliegenden Blöcke. Und dann sind das so Hunderttausende davon. Das ist ja schon nicht schön. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass irgendwann mal in so einem Kürbis was drin ist, was ich gebrauchen kann. Man weiß es nicht. Zum Beispiel eine Starcoin oder hier jetzt eine Feuerblume. Ist doch auch schön. Hier ist ganz eindeutig eine Röhre, in die man natürlich auch rein kann. Sonst wäre es ein bisschen komisch, die unter dem Kürbis zu verstecken. Die Frage, die ich mir stelle, wo wird die Starcoin sein? Die ist hier. Muss ich da noch andere aufmachen? Nö, das war tatsächlich völlig umsonst. Cool, dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, auf den Checkpoints sind Boosts drauf. Wie cool ist das denn? Und wieder fliegende Blöcke. Hört doch auf zu fliegen, Mann. Nö. Und dies, Kollege, brauche ich für die Starcoin. Egal, weg hier, weg hier, weg hier. Ich habe die Starcoin. Das ist alles, was zählt. Oh, ah, hier werde ich hochgeschossen. Und hier sieht es schon nach Ziel aus. Wunderbar, let's go. Kleines, schmackhaftes Level. Alle Starcoins mitgenommen. Finde ich gut. 6-3 begrüßt uns mit Fog Cemetery. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es sieht sehr nach Friedhof aus. Und Friedhof ist ja immer schön. Da oben sind voll die Geister. Wie cool. Was? Ich soll was? Ich soll hier Stampfattacke. Oh mein Gott. Ich habe mich tot erschrocken gerade. Ich dachte, ja, jetzt bist du tot. Ach so, Mario, der Grabräuber, der ab und an mal Röhren used. Hier gibt es so viel zu erkunden. Hör doch auf, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal eine saftige Starcoin und einen Knochen trocken, der wirklich tot ist. Und hier gibt es auch nochmal eine Röhre, in die wir aber diesmal nicht rein können. Okay, aber man sieht auch, der Boden ist an den Stellen wirklich brüchig gezeichnet. Wie cool. Oh nee, was ist das?
Oh, hier gibt's keine Röhre. Aber hier wieder, oder? Ganz genau. Hä? Das ist mega innovativ. Oh nee, das ist vielleicht nicht die schlauste Idee, hier zwischendurch stehen zu bleiben. Wo komme ich denn jetzt raus? Nein, wieder ganz nach vorne. Okay, nicht jeder Weg, den wir gehen, ist gut. Geh weiter! Das sieht ein bisschen sass hier aus. Ein One-Up und... gar nichts! Wuhu! Nein, aber sowas finde ich halt wieder richtig kreativ, innovativ und wunderschön. Also wer kommt denn auf die Idee, ein Level zu machen, einen durchlässigen Boden und dann da unten so grabmäßig so Skelette und so zu machen? Ey, das ist mega cool. Ich bin gerne ein Grabräuber. Dann lasst uns weiter steppen. Hier ist auch schon direkt der Checkpoint. Oh wait, das ist ja ein mega langes Level dann. Hier ein bisschen zwischen den Geistern durch, gar kein Problem. Aha, was sehe ich da? Eine versteckte Röhre, die uns zu einem Secret Exit führt. Und das finde ich nicht gut. Aber der Secret Exit führt tatsächlich zu dem ersten Geisterhaus in der Geisterwelt. Also tatsächlich, wenn man nicht in jedes Grab reinguckt, ist das Level voll kurz. Ich bin jetzt natürlich in kein Grab mehr reingegangen, weil wir ja vorher schon alle abgecheckt hatten. Deswegen mache ich jetzt hier den entspannten Move. Das sieht irgendwie voll fake aus. Nee, da will ich auch nicht hin. Das sieht fake aus. Das hier auch. Ja, ist auch fake. Wir gehen weiter. Hier muss jetzt aber real sein. Ja, okay. Ja, nein, da ging es gar nicht rein. Das waren so Fake-Röhren. Hier ist auch das Ziel. Wo soll die letzte Star-Coin bitte sein? Keine Ahnung. Aber wir haben immerhin das Ziel. Das ist doch schon mal etwas. Sind wir zufrieden? Ja? Okay, weiter geht's. Kolossus Haus. Ich sehe so einen Boxer und Riesenboos. Und das feiere ich gar nicht. Es gibt Fake-Star-Coins? Wie innovativ ist dieses Game, bitte? Das war gerade so unfassbar dumm. Hä, was habe ich gemacht? Das war wieder eine Fake-Star-Coin. Ich hasse dieses Geisterhaus jetzt schon. Ich hasse es jetzt schon. Große Tür, mittlere Tür und in die kleine Tür geht's rein. Nein, schade. Das könnte halt auch unten was offenbaren. Ja? Ja, nein, das ist nur ein Fenster. Fake-Tür, Fake-Tür. Oh, eine reale Tür. Krank. Ich glaube, man erkennt, welches die reale ist. Aber ich will trotzdem alle einsammeln. Ich glaube, wir haben Progress gemacht. Ich will eigentlich nur das Ziel erreichen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Okay, jetzt rein da. Bitte lass es zum Ziel gehen. Checkpoint. Und eine Fake-Star-Coin. Haha, ihr seid Celeste. Oh, 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 eine Feuerblume. Hier gibt's eine reale Star-Coin. Und hier oben eine Fake-Star-Coin. Das ist so sus, da muss was sein. Das dachte ich mir. Hier eine, die Tür ist doch auch fake. Die Pfeile sollen suggerieren, die... Nee, da will ich nichts mit zu tun haben hier. Das ist so eine Geistersekte. Und Geistersekten gehe ich eigentlich gerne aus dem Weg. Genauso wie 20.000 fliegenden Blöcken. Da sammle ich lieber eine weitere Fake-Star-Coin ein. Ist das schon der Ausgang? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber cool. Spook Loft Tower. Ein wunderbarer, düsterer Tower. Das hat man auf dem Bild gesehen. Der sich uns entgegenstellen möchte und denkt, er wäre krass. Aber ist er nicht. Oh, 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 warum bist du nicht gesprungen, Mario? Du bist so ein Zangendietrich. Das ist eine Star-Coin, an die ich nicht drankomme, auch mit Springen nicht. Und ich bin wirklich so weit gesprungen, wie es geht. Hat aber nicht geklappt. Finde ich schön. Können wir mal bitte diesen gregorianischen Chor im Hintergrund appreciaten? Der ist schon... No way! Oh, soll ich durch die Tür da weiter hoch? Wir gehen erstmal kurz weiter oben gucken, ob das hier Bonus ist oder nicht. Ne, wir gehen durch die Tür, komm. Oi, oi, oi. Ich habe mich mega erschrocken. Ich dachte erst, die kommt, wenn ich da hinlaufe. Aber nein, sie kommt erst, wenn ihr die Starcoin einsammelt. Seid auf jeden Fall vorsichtig. Eine nach oben fahrende Plattform ist ja mal was ganz Neues. Du bist so ein Horst. Junge, du bist so ein Pferd geworden. Ich kann halt durch die Tür oder weiter nach oben. Wir gehen erst durch die Tür und dann nach oben, hoffe ich.
Nein. Was? Aber wohin denn? Ich bin mir sicher, irgendwo wird es einen Indikator geben, wo eine Starcoin sich befinden tut. Hier muss ich sogar zwei aktivieren. Oh, für die guten Überlebenschancen zwei. Aber jetzt sind hier nur noch so Dudes, die ihre Zeit damit verbringen, Fässer zu werfen. Oh, für die Starcoin. Bitte, let's go. Ich will den trotzdem aktivieren. Man weiß nie, was noch kommt. Ich versuche hier immer so ein bisschen schon so vorausschauend zu fahren, um zu gucken, was auf mich zukommt. Aber jetzt kommt erstmal der erste Custom-Boss der Horrorwelt. Let's go! Oh, Licht, okay. Why are you so big? Okay, aber Gimmick direkt verstanden. Ein bisschen den Geist wegschleudern. Das sollte jetzt ja erstmal nicht die krasse Schwierigkeit sein. Und Lichtschalter. Wie gut, wir töten den Geist mit dem Lichtschalter. Das ist so perfekt. Challenge House E. Ganz genau. So sieht es aus. Ich würde sagen, ich kümmere mich da mal kurz drum. Auf jeden Fall eines der einfacheren Challenge-Häuser. Aber das ja, okay. Guys, wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. Mit diesen drei wunderbaren Items möchte ich es beenden. Und damit meine ich nicht mein Leben. Ich bin heute wieder der lustigste Dorftrottel der Welt, Guys. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Seid auf jeden Fall am Start. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.